Hallo Christian, willkommen zum Einblick vor unserem letzten Spiel vor der Winterpause. Am Samstag hier zu Hause nochmal letztes Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim 2. Im letzten Spiel hatten wir das Derby auf der anderen Mainseite. Dort haben wir einen umkämpften Punkt in Bornheim geholt. Wie hast du das Spiel eingeschätzt? Wäre deiner Meinung nach vielleicht sogar noch ein Sieg drin gewesen am Ende? Ja, ich finde es ärgerlich für uns, ne? Wir haben erste Halbzeit nicht komplett verschlafen, aber zum größten Teil. Und das darf in so einem Spiel eigentlich nicht passieren, ne? Du musst grundsätzlich mit einer anderen Einstellung reingehen. Und es darf einfach nicht unsere Aufgabe sein, in der Halbzeitpause die Jungs an gewisse Sachen zu erinnern. Ja, das muss eine Grundvoraussetzung sein, dass ich in so ein Spiel reingehe. Das hat mich gestört. Ja, zweite Halbzeit war es dann absolut in Ordnung. Haben wir uns auch Torschancen rausgespielt, machen das 1-1 und haben in der quasi letzten Aktion holt Wachs den Ball nochmal von der Linie. Und so kannst du das Spiel eigentlich drehen und auch gewinnen. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass wir weite Phasen dann halt auch verschlafen haben. Am Samstag angesprochen haben wir unser letztes Heimspiel in diesem Jahr gegen TSG Hoffenheim 2. Du hast schon oft erwähnt, wie gut du auch die Hoffenheimer einschätzt. Im Hinspiel konnten wir trotzdem 2-1 gewinnen. Vielleicht eines der besten Spiele der Saison bisher von uns. Worauf muss man sich besonders bei der gegnerischen Mannschaft konzentrieren? Ja, also erstmal haben sie eine Riesenqualität innerhalb der eigenen Mannschaft, haben einen sehr großen Kader, haben für diese Liga außergewöhnliche Spieler halt. Das ist nun mal was anderes wie eine normale Mannschaft. Haben halt auch Spieler in der zweiten Mannschaft, die auch bei den Profis Anschluss haben und auch spielen sogar. Und man sieht es über die Saison, sind sehr konstant, haben mehrere Möglichkeiten halt auch immer wieder die Anfangsformation zu verändern. Und da reicht halt nicht eine Leistung wie in Frankfurt, um hier zu Hause zu bestehen. Ich glaube, das Hinspiel und Rückspiel ist zwei Paar Schuhe. In Hoffenheim kannst du sicherlich nochmal anders spielen. Da sind die Bedingungen auch nochmal anders. Auch die Platzverhältnisse waren sehr gut, als wir da gespielt haben. Und hier wird das ein ganz anderes Spiel sein. Du spielst zu Hause, du musst sicherlich mehr investieren, auch in so ein Spiel. Und das ist dann halt auch die Gefahr mit einer konterstarken Mannschaft. Viele Spieler, die ein gutes 1 gegen 1 gerade offensiv haben. Und von daher reicht eine normale Leistung am Wochenende nicht. Da musst du schon eine Top-Leistung abliefern. Dann müssen wir jetzt nochmal alle Kräfte bündeln für das letzte Spiel und positiv in die Weihnachtspause zu gehen. Dann schauen wir nochmal auf die Trainingswoche diese Woche vor unserem letzten Heimspiel. Wie war sie aus deiner Sicht? Gibt es verletzte Spieler, gesperrte Spieler? Wie ist der Überblick für das kommende Spiel? Ja, die letzte Woche war eigentlich, fand ich, sehr gut. Wir konnten gut trainieren, haben gute Einheiten gehabt. Personal ist halt, Almin hat sich Anfang der Woche krank gemeldet. Der wird hoffentlich morgen dann zum Abschlusstraining zurückkehren. Kiki wird gesperrt mit der fünften gelben Karte ausfallen. Und wir hatten so ein paar Kleinigkeiten, aber die in dieser Woche jetzt nicht gerade irgendwo reinfallen, dass du umbauen musst oder Spiele ausfallen. Keanu Staude hatte das Problem mit seinem Kreislauf, dass er dann in den Spiel passen musste. Und da ist aber soweit eigentlich alles in Ordnung. Er hat ganz normal trainiert die Woche und da werden wir morgen nochmal die Köpfe zusammentun. Und ja, ansonsten die Langzeitverletzten mit Sascha und mit Rossi sind bekannt. Alles andere ist an Bord. Alles klar, dann vielen Dank. Wir freuen uns auf Samstag. Bis dann. Gerne.